Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus, werte Zuseher. Vielleicht ganz kurz, es ist schon erschütternd am Tag heute. Wir haben fast den ganzen Tag über Corona gesprochen. Und wenn Sie mal links und rechts auf die Regierungsbank schauen, findet es von dieser Regierung keiner wert, hier im Parlament die Aufwartung zu machen und da zu sein. Also es gibt ja auch andere Minister, Staatssekretäre, aber dass gar keiner da ist, also kann man hinterfragen. Aber vielleicht noch einmal ganz kurz auch Richtung ÖVP. Die ÖVP war ja heute vom Start weg sehr, sehr aggressiv uns gegenüber. Also die Freiheitlichen sind an allem schuld. Das ist ja ein Redner nach dem anderen. Und nachdem ich jetzt schon länger dabei bin, weiß ich immer, wenn die ÖVP auf die Freiheitlichen schimpft, hat es meistens zwei Gründe. Erstens ein schlechtes Gewissen. Und zweitens spürt sie, dass die Freiheitlichen Recht haben. Das war im Übrigen schon so beim Thema Asyl, Zuwanderung, Migration. Und ich bin ja gespannt, wann die ÖVP dann unsere Corona-Position endgültig übernimmt. Aber ich sehe den Bundeskanzler. Ich sehe den Bundeskanzler schon stehen. Er hat Corona besiegt. Das werde ich noch erleben wahrscheinlich, dass der Bundeskanzler sich hinstellt und sagt, er hat Corona besiegt. Vielleicht noch einmal auch. Ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren auch selber persönlich, ich schwanke immer zwischen Tragödie und Komödie. Tragödie, glaube ich, ist klar, was passiert ist hier an Verletzungen von Bürgerrechten, Verfassungsbrüchen und sonstigen Dingen. Auch was den psychischen Schaden betrifft, vor allem bei unseren Kindern, ganz dramatisch. Und bei den Erwachsenen, ja, würde ich mal sagen, haben Hunderttausende einen schweren Schaden davongetragen von dieser Angst und Todesangst. Politik und Komödie ist dann immer, wenn ich mir die Leute anschaue, die mit der Maske allein im Auto sitzen oder beim Spazierengehen mit der Maske um und umlaufen. Das ist dann eher die Komödiengeschichte. Aber das hat ja alles eben Ursachen. Und die ganze Ursache ist, dass ihr wirklich vom Start weg diese Philosophie von Todesangst und Panik wirklich massiv verbreitet habt. So, und ihr habt Corona hingestellt, wie wenn es die Pest wäre. So, jetzt war das aber schon vor einem Jahr klar, Corona ist nicht die Pest. Nicht ein Drittel der Bevölkerung stirbt aus, ähnliches mehr. Das war schon im Frühjahr 2020 für jeden klar. Aber ihr habt die Kurbel gedreht und gedreht und gedreht und ganz, ganz viele kommen aus der Spirale nicht mehr heraus und die Bevölkerung sind die Leidtragenden. Und es ist jetzt Folgendes passiert und das ist jetzt schon auch dramatisch und zwar, das geht auch meine Richtung zum sozialdemokratischen Block. Ihr habt wirklich die Arbeitnehmer in dieser Frage komplett im Stich gelassen. Und das ist der Vorwurf an die Kammerfunktionäre, an die Gewerkschafter. Noch einmal, ihr müsst ja auch diese Anrufe und Mails bekommen von Arbeitnehmern, die so unter Druck gesetzt werden, wie sie es noch nie erlebt haben. Früher habt ihr euch eingesetzt für die, jetzt sind wir Freiheitlichen die Einzigen, die versuchen, diesen Arbeitnehmern noch Hilfe anzubieten, weil wenn der Arbeitgeber sagt, du musst das machen, hat er keine Chance, sich zu wehren. Und dieser Druck, der da aufgebaut wird, und das ist von der Regierung, und ich sage es ganz deutlich auch einmal, bin gespannt, ob ich einen Ordnungsruf kriege, das hat bald diktatorische Züge. Das hat wirklich diktatorische Züge. Also das kann man auch nicht abstreiten, weil es gibt ja keine Diskussion. Man darf ja nicht einmal darüber diskutieren. Jeder, der ein anderes Argument anführt, wird sofort hingestellt, Fake News, alles Lüge, alles Unwahr. Und so kann es nicht sein. Und ich möchte nur ein Beispiel erwähnen. Es wird immer gesprochen von den Vollimmunisierten. Sobald einer zwei Stiche hat, ist er vollimmunisiert. Jetzt soll bitte einer rauskommen hier und soll das wissenschaftlich begründen, nach allem, was wir wissen. Da brauche ich gar nicht nach Israel schauen, weil die haben schon lange erkannt, dass nach zwei Stichen niemand voll immunisiert ist. Aber ihr kurbelt diese Lügenmaschinerie weiter und weiter. Und was mich bedenklich stimmt bei diesem Zug Richtung diktatorischer Entwicklung ist, dass 95% aller Journalisten und Medienmacher das alles mitspielen. Und das ist das Gefährliche, das Brandgefährliche, was uns die Geschichte lernt. Nicht nur die Regierung, sondern wenn die Medien da mitspielen, dann wird es gefährlich.
Und ein kleines Beispiel noch einmal zu meinem Ausflug letzte Woche im Gesundheitsausschuss. Es hat nur ein einziger Journalist die Mühe gefunden, mich zu kontaktieren am nächsten Tag, was wirklich vorgefallen ist. Alle anderen haben am selben Abend abgeschrieben, deckungsgleich den gleichen Text von der kleinen Zeitung, Kurier, Presse, Standard. Also so wird Politik gemacht. Und das sind ganz, ganz dramatische Entwicklungen. Wir werden jetzt nicht alle, die Zeit reicht nicht, nur ich möchte darauf hinweisen, wir waren die Einzigen und die Ersten, die vom Start weg vor diesen Kollateralschäden gewarnt haben. Und die Kollateralschäden sind da. Ich rede noch gar nicht von den 100 Milliarden Euro, 100 Milliarden Euro an Geld. Die Leute spüren es jetzt schon, sie zahlen es zurück. Steigende Energiepreise, steigende Lebensmittelpreise, die Leute werden es zurückzahlen müssen. 100 Milliarden, das ist aber nur das Geld, sage ich einmal. Das viel Dramatischere ist, was in der Psyche und in der generellen Zusammenhalt der Bevölkerung passiert ist. Es ist eine gespaltene Bevölkerung. Man merkt es, die Trennlinie läuft zwischen Familien, zwischen Ehepartnern. Und diese Entwicklung, bitteschön, müsst ihr als Regierung euch umhängen. Und um versöhnlich zu bleiben, zum Abschied noch einmal, ich habe ja verstanden, dass aus Machtinteresse die Neos und die Sozialdemokraten sich da irgendwie eingehängt haben. Mag schon sein, aber mein Rat an die Sozialdemokratie, bitte befreit euch von der Geiselhaft eurer Vorsitzenden, die offensichtlich diesen Kurs vorgibt. Denkt wieder an die Menschen, an die Arbeitnehmer, an die Angestellten, seid wieder für die da. Und bei den Neos habe ich heute interessanterweise schon die ersten Anzeichen gesehen bei den Reden, dass sie große Teile unseres Programms, unseres Corona-Programms übernommen haben. Das freut mich. Das freut mich. Wenn die Frau Meinl-Reisinger ihre unterirdische Beleidigung zurücknimmt, freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Danke. Peter Wurm von der FPÖ kritisiert, wie bereits einige seiner FraktionskollegInnen vor ihm, das Corona-Management der türkis-grünen Bundesregierung.